Ja, hier sind wir wieder so voll zurück und so, ne? Genau. So mit Marte und Dienö und Ratze. Ja. Ja, wir betrachten einen Ladebildschirm. Von dem Spiel Sims 3. Ja, das ist typisch für Sims. Mit so fett Studenten eben. Ich glaube, das halbe Spielen von Sims verbringt man mit Ladebildschirmen. Ja, wie sieht uns ein Junggesellenabschied? Vergiss nicht, einen Junggesellen bzw. Junggesellenabschied zu feiern, wenn du dich verlobst. Wer weiß, was die Freunde deines Sims vorhaben oder wen sie einladen. Dein Sim hat keine Freunde. Ja, das würde mich bei unseren Sims aber auch nicht wundern. Bis jetzt haben sie keine Freunde. Ja, natürlich haben sie keine. Nur sie selbst. Haben sich. Ja, das reicht. Das sind alles unwiderstehliche Divas mit Neurosen. Nein. Unwiderstehlich. Oh ja. Oh yeah. Dieser Laden ist noch nicht fertig. Ja, das ist, glaube ich, jetzt vielleicht 0,1%. Der geht so gar nicht voran und dann immer so. Ja, das ist immer so. Die machen so, passiert nichts, passiert nichts. Und dann blub, blub, blub. Ja, yes, this is Sims. Jetzt müssen wir alles voll probieren. Ja, jetzt müssen wir wohl reden. Oh nein. Dejeno, tu dein Handy weg. Nein. Das ist unprofessionell. Nein. Ich habe auch keinen Toast während der Aufnahme gegessen. Nein. Kommentar schreiben. Man suchtet kein Facebook während einer Aufnahme. Das ist unprofessionell. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Nein, tun wir nicht. Oh. All die Dinge. Müsste die Leute echt langweilen. Ja, dafür sind wir hier. Okay, ihr bekommt jetzt einen Skip-Button, der das komplette Fenster einnimmt, bis die Ladezeit vorbei ist. Ja, ich glaube, wir machen einfach so ein kleines Plopp überspringen und so, weil wir schneiden das so ein bisschen. Glaube ich. Ja. Und wie geht das schon? Ja, das machen wir. Das habe ich bei mir ja auch mehrmals schon gemacht. Ja. Ja, das habe ich auch schon gemacht bei meinen Let's Play. Ach, wenn man es nicht immer merkt. Nein, ich meinte eher, dass man das labern hören kann, aber es stimmt. Ja, das können wir natürlich auch machen, oder wir blenden irgendwas total Schwules ein. Ich lese jetzt einfach den Klappentext eines anderen Spiels. Oh, darf ich vorlesen? Ja, ich kann sowas nicht. Oh Gott, nein. Oh doch. In The Lost and Damned erlebst du Liberty City als Johnny, treues Mitglied der Lost, ich hab gerade Lust gelesen, einer berüchtigten Biker-Gang. Johnny findet sich schnell inmitten eines erbitterten Revierkampfes mit rivalisierenden Gangs um die Vorherrschaft in einer von Gewalt und Korruption erschütterten Stadt wieder. Wird die Bruderschaft diese Zerreißprobe überstehen? The Ballad of Gay Tony. The Ballad of Gay Tony verpasst Liberty City eine extra Portion Waffen, Glitter und Schmutz. Erlebe die Geschichte von Luis Lopez, Teilzeitganove und Vollzeitassistent des legendären Nachtclub Impresarios Tony Primes, besser bekannt als Gay Tony. Games aktuell 94%, Game Pro 91%, besser als Kino, Stern.de. Grand Theft Auto 4 wird nicht benötigt. Dieser Film macht betroffen. Gib mir andere Klappentexte, ich mach sowas gerne. Was ist das? Mirror's Edge. Es gibt kein Zurück. In einer Stadt, in der alles und jeder überwacht wird, rund um die Uhr und in der Dusche und auf der Toilette, in der Verbrechen nur eine Erinnerung ist und in der die meisten Menschen ihre Freiheit gegen Wohlstand eingetauscht haben, gibt es nur wenige, die sich für ein anderes Leben entscheiden. Sie kommunizieren über Boten, die sogenannten Runner. Du bist Face. Eine Runnerin. Als in dieser scheinbar so perfekten Stadt ein Verbrechen geschieht, bist du jetzt die Gejagte. Wow, der Balken hat sich bewegt. Sims hat einen neuen Spieltipp. Sehr brat, Sims. Oh nein, soll sie öfters nicht mehr. Diesmal werden sie nicht von Staus oder Kontrollen aufgehalten. Mit dem Autobahnraser jagen sie über deutsche Autobahnen und machen sie deutsche Städte unsicher. Natürlich völlig deutsch. Diesmal.
diesmal werden sie nicht von Staus oder Geschwindigkeitskontrollen aufgehalten. Oh, ich hasse Blitzer. Die machen mich so aggressiv. Mit Tempo auf der Standspur an Staus vorbei hängen sie die Polizeifahrzeuge ab, die sie verfolgen, und fahren sie Blitzgeräte um. Randale pur! Werden sie zum Geisterfahrer, um Baustellen zu umgehen. Endlich können sie durch Berlin, Hamburg, Köln oder München rasen, ohne an den Ampeln halten zu müssen. Langsamere Fahrzeuge schieben oder drängen sie einfach von der Straße. Die Regeln sind ganz einfach. Wer zuerst wieder zurück in Berlin ist, hat gewonnen und kriegt einen Drink. Niemand wird dir helfen. Als ein riesiges Abbauschiff in einem entfernten Sternsystem mit einem mysteriösen Artefakt in Kontakt kommt, bricht plötzlich jegliche Kommunikation mit der Erde ab. Ingenieur Isaac Clarke wird auf Reparaturmission geschickt. Doch er entdeckt lediglich einen blutigen Albtraum. Für Isaac gibt es keine Unterstützung und keine Gnade. Nur noch den Kampf ums nackte Überleben. In Boxershorts. Ich glaube, der hat keine Boxershorts. Nein, der hat so einen Anzug. Lara Croft kehrt zurück mit ihrem bisher gewagtesten Abenteuer, Tomb Raider 3 Adventures. Auf Lara Croft begleiten sie die Archäologin auf der Suche nach vier rätselhaften Artefakten und natürlich in die Dusche. Die Texte sind natürlich nicht ganz vollständig, deswegen muss ich hier und da immer etwas ergänzen. Ja, schon. Die Legende lebt. Lara Croft, die größte Abenteurerin unserer Zeit, präsentiert sich in Bestform. Und der Ladebalken bewegt sich. Ich glaube, ich muss langsam mal aufhören, aber eins schaffe ich noch. Wie schneller! Oh Gott, ist das französisch? Je pourrais vers l'inconnu. La légende raconte que sur des terres lointaines vivant des créatures de la taille des montagnes. Okay, das reicht. Wenn ihr wisst, welches Spiel das war, schreibt es in die Kommentare. Nobody cares. Ich weiß, wir bekommen also, keine Kommentare. Wenn ihr wissen möchtet, welche Klappentexte ich da gerade vorgelesen habe, schreibt in die Kommentare, stellt Fragen und wir antworten euch natürlich hochmotiviert. Natürlich! Yes! Okay, wir haben es. Kommt eine E-Mail. Jeder kriegt eine E-Mail von uns. Wir kriegen alle Fanmails. E-Mails. Du kriegst eine E-Mail, du kriegst eine E-Mail, alle kriegen E-Mails. Oh ja. Wenn du eine Waschmaschine kaufst, können deine Sims ihre Wäsche zu Hause waschen. Oh mein Gott, die Technik heutzutage. Wenn du keine Wäsche kaufst, müssen sie ihre Wäsche gar nicht waschen. Die haben einfach. Ja. Wie war das mit der Holztextur auf der Haut? Machen wir... Oh, es geht los. Okay. Jetzt mal hier Pause. So, wir müssen in dieser Folge natürlich unser Haus einrichten, weil das noch ziemlich lame aussieht. Wow, diese Pose, die ist heroisch. Okay, wir haben, glaube ich, festgelegt, Kevin Justine, ja, da ich Kevin den ersten Charakter gemacht habe, darf ich auch als erster, sag ich mal, meine Zimmerhälfte oder sowas einrichten. Ich denke mal, ich werde mir ein Zimmer mit meinem Lebensgefährten teilen und das wird wohl dieses kleine, süße Schlafzimmer sein. Natürlich. Dann greife ich mir jetzt mal die Maus und fange an. Warte. Da. Ich hab Kaufmodus. Das ist schon geklickt. Das ist ein wunderschönes. Ich habe geklickt, aber es tut sich irgendwie nichts. Ja, warten wir halt wie immer, ne? Sims. Nein, aber ja normalerweise. Noch... Oh. Jetzt. Ich hab nochmal geklickt. Du musst fester klicken. Du musst feste drücken, meine Maus. Aber das mache ich doch schon. Weißt du, nicht mal ordentliche Maus haben. Das Bett ist voll kacke. Welche Tastatur muss ich benutzen? Die alle. Alle Tastaturen, okay. Entfernen? Da. Das ist komisches Layout ist komisch. Okay, ja, bei mir ist die Entferntaste anders. Hässliche Kommode, ja, hässliches auch. Ding. Oh, es ist dunkel. So wie eh muss es mögen. Davon. Jetzt machen wir aber erstmal die Wandfarbe und so weiter anders. Das ist mir noch ein bisschen zu knallig. Das jetzt willst du eine Wand bauen. Kacke, lass mich. Böden und Decken. Wo kann man denn das machen? Ich glaube die Tapete. Ja, ich mache erst den Boden. Ach so. Okay, warte, das ist Teppich. Ach komm, nimm die bunten Puzzleteile. Na, das ist total voll langweilig. Das ist blöd. Ich krieg genau eine Hälfte des Zimmers, oder? Ja, das sind 5x5 Zimmer, das ist blöd. Hä? Okay. Das Zimmer ist 5x5. Man kann nicht genau die Hälfte machen. Ach, dann krieg ich die größere Hälfte.
Okay. Hallo, ich habe hier die Diva, okay? Stimmt, das ist die Diva. Die ja, die Diva. Ich guck mich gerade mal um, was es hier am Boden dunkles gibt. Zeug. Ja, Stein. Stein, wir machen so eine Gruft. Das sieht aber alles so hell aus. Das sieht halt jetzt so teuer aus. Ja, natürlich ist das teuer. Das schwarze? Was ist das? Sechs Simoleons. Möchtest du mehrere? Ja, das kennen wir ja. Das ist total schwarz. So. Läuft. Yeah, sexy. Ja, mein Emo kriegt keine Lampen. Die Lampen müssen auf deine Seite des Zimmers. Weißt du, bei dir ist alles hell und bei mir ist alles schwarz und dunkel. Du hast die Fensterseite. Verdammt! Genius. Egal, das passt schon so. Komm, Vorhang hin. Halt ein Vorhang. Ein da, die schwarzer rote Wand passt drauf. Rot? Nein, seine Lieblingsfarbe ist doch lila. Stimmt. Ich will eine lila Wand. Nimm eine schwarze Wand. Nein, ich will eine lila Wand. Du kannst die rote Wand lila einfärben. Tapete. Ich kann die rote Wand lila einfärben? Ja, man kann die einfärben. Du kannst alles einfärben. Ah. Es ist Sims 3. Ach so. Plupp. Ja, man sieht auch sehr viel davon, muss ich sagen. Ja, schon. Ja. Ich glaube, ich muss doch eine Lampe muss ich vielleicht doch reinmachen. Nein, die kommen auf meine Seite. Obwohl, es gibt so einen Kerzenhalter. Ich glaube, es hängt ja. Warte. Also auch mit der mittleren Maustaste Skills machen. Okay, wie mache ich das jetzt anders? Von der Farbe, ja. Jetzt erstmal. Mach erstmal die andere Wand noch. Hallo? Wand for you. Wand? Wow, okay. So, ich krieg hier die drei Felder. Was? Na, die drei Felder noch. Dann hast du die ganze Wand da. Ach, ja. Sexy, okay. Und jetzt Farbe? Irgendwie einfärben. Dieser. Nein, dieses Ding da oben. Ding da rechts. Der. Ja, genau, der da. Erstelle einen Stil. Erstelle einen Fett Stil. Ich drück doch. Jetzt hast du. Jetzt musst du gleich auf die Tapete gehen. Einfach mal draufklicken, Fett. Mach ich doch. Ja, jetzt. Wow, okay. Ja. Ist das eine Textur? Das ist Metalltextur. Das ist die untere Ecke von der Tapete. Ja. Ey, ich brauch, glaube ich, echt eine Lampe. Ich sehe nichts. Deckt es. Oh, okay. Ja, dann die andere Maus. Geht die? Maus. Ich glaube, die geht nicht. Bei der Maus tut sich voll. Schreiberinstallation. Jetzt geht's. Wow. Nein, das war eher. Okay, gib mir die Maus wieder. Ich nehme die hier, das passt schon so. Warum haben wir zwei Häuser geschlossen? Habe ich die Wand jetzt auch schon angezogen? Ja, die ist lila. Achso, die färbt sich automatisch an. Ja. Gott, okay. Mach mal eine Lampe da rein. Ja, beruhige deinen Dosen. Nobody cares. Ich muss das untere noch anders machen, das hat Metalltextur. Oh, keine schwarze Metalltextur. Nein. Ich nehme Leder- und Pelze-Textur. Oh Gott. Er steht auf Leopardenflecken, okay? Nichts gegen Leopardenflecken, das ist voll trendy. Da sind die Kühe. Da sind sie. Ich weiß nur noch nicht, warte mal, ich glaube, die machen. Da unten dieser Streifen. This looks so gay. Ich mach die rosa. So, ja, das ist perfekt. Das ist wunderbar. Das ist echt. Alter, ich will auf das. Ja, geht doch. So, die Flecken machen schwarz. Das bisschen erkennt man auch nicht. Ach, ich mach eine Lampe rein, aber die mache ich auf deine Seite, okay? Du kannst sie ja wieder löschen. Kannst du den Kerzenhalter hinstellen? Ach, Kerzenhalter. Ja, gut. Kerzenhalter ist okay. Du bist mein Gott. Alter, die Maus macht mich voll fertig. Du musst einfach gescheit gehen. Das zweite geht immer noch nicht. Beruhige deinen Busen, eine Maus reicht. Dann ist sie halt ein bisschen. Warte, ich mach mal die Wände irgendwie wieder. Das Ach ja, genau hier. Yes. Flup. Yes. Okay. Lampen. Gibt's da so Gothic-Kerzenhalter oder sowas? Nice. Nein, ich will das selber gucken. Nein, ich wollte dir sagen, da links unten, neben diesen Menüs. Aha. Nein, weiter rechts. Ja, da gibt's Sammlung. Vielleicht gibt's da ja so eine Goth-Sammlung. Ich glaub's zwar nicht, aber. Es gibt alle Showtime, möglichen. Sieht nach den Addons aus. Ja, das sind nur die Addons. Nee, hier, einfach elegant. Sommer am Meer, Öko-Glamour. Das ist Hölle. Sexy. Sauce, das sind wieder Stuffgarten, Accessoires, Luxus. Das sind wieder die Addons. Immer weiter runter. Die da schon. Yes. Pferdefreund. Oh Gott, weiter. Shang-Simna. Pferderansch. Grusel. Da musst du. Hallo. Feste. Ich drück doch. Muss gescheit. Drück weiter vorne. Sarahs schlichtes Tischlämpchen.
die Sarah. Dekadent Glühlampe. Ja, dann solche fette. Rad der Neuzeit, was ist das? Das ist so ein fettes Rad. Das sieht voll kacke aus. ich hätte gern so Kerzen oder sowas. Also das sind so. Schau mal weiter. Ja, geht's nochmal drunter. Hängestraßenlampe für draußen. Na super. Oh, hier sind Vorhänge. Schwadronatgardinen. Nice. Boah, ich muss die aber in schwarzen. Sind die zwei Felder fett oder. Wir werden. Die sind ein bisschen zu fett, okay. Oh. Lol, was? Big. Mopsi, was? Das Pony. Ah, das ist so grusel. Oh, das ist so mega grusel. Das Pferd sagt nein. Oh. No. Pferd sagt nein. No. Hengst der Hoffnung. Das klingt so falsch. Rostiger Fred. Es ist alles diese Pferdedinge. Ist viel zu Pferdefreund teuer. Und so. Rostiger Fred. Das ist ein Traktor. Was? Warum ist ein Traktor im Düsteren? Weiß ich nicht, kauf Traktor. Eisenhof, Pferdestange. Ich dachte, wir wären im Düsteren. Extrem gruseliger Baum. Wow. Ziviler Baumschutz. Das ist sehr so gruselig. Zivil. Nee, ich glaube, ich mache so einen Nachttisch und dann da eine Lampe drauf. Ja, dieses Lämpchen. Esstisch, Beistelltisch. Ich war's nicht. Yes. Oh ja. Warte, habe ich den schon jetzt mit schwarzen Dingen? Na. Warte, wo ist es hin? Ja, wenn das so einfach wäre. Sims mag mich gerade. Die Maus mag dich nicht. Hallo. Yes. Ist das jetzt schwarz? Oh, die geht. Geht die andere Maus? Ja. Okay, dann nehme ich die andere Maus. Die ist mir nämlich lieber. Ja. Oh ja, sexy. Tischchen. Blub. So, und jetzt machen wir da so ein... Entweder die hier oder die hier. Das war eine Wandlampe. Ja, das ist eine Wandlampe. Disziplinarlampe. Ich glaube, das... Die ist perfekt. Das ist eine Deckenlampe. Das ist eine Deckenlampe. Ja, dann mache ich halt eine Deckenlampe. In der Decke. Und dann mache ich... In der Decke. Nee, warte, ich mach eine hier hin. Oh. Und dann noch eine auf den Nachttisch. Dann hat er zwei, das reicht. Nachttisch ist ein Emo. Sicher, dass er zwei Lampen will. Ja, das passt schon. Er ist ein Diva-Emo. Er ist immer noch eine Diva-Emo. So. Okay. Okay, er hat einen Nachttisch, nur für eine Lampe. Gott. Einzig und allein für eine Lampe. Okay. Nach Zimmer dort hier noch. Nee, warte, eigentlich hätte ich das da auch gleich gucken können, nach dem Bett oder so. Ja. Aber die werden eh ein Doppelbett nehmen, oder? Lass es brennen, Baby! Es ist eine Diva, sicher, dass sie ein Doppelbett brauchen. Beide brauchen jeweils ein Doppelbett, aber das passt nicht rein. Nein, er braucht ein Bett und unser anderer Typ muss halt auf dem Sofa schlafen. Sind überhaupt Betten? Was ist das? Nee, ich glaube, die haben da hauptsächlich nur so. Es gibt noch einen Sarg. Also, da muss, glaube ich, ein Vampir sein. Oh, ist ja langweilig. Nee, ich glaube, ich mache jetzt nur erstmal so Deko und so, und dann schauen wir mal bei den Betten. Das ganze Geld. Ja, natürlich. Ach komm, lass mich. Decken. Ich will keine Lampe, ich bin ein Emo. Magische Meute. Ja, lass mich gucken. Das sieht voll kacke aus. Simadonische Schlangenhaut. Ein bisschen Schlangenhaut. Eldorados Schicksalstunde. Ne, du kannst dich unser Budget rausschneiden. Wir wollen auch noch. Lol, nope. Alter. Ich schau bei den normalen Sachen, ob es da billigere, gute... Ah, das sieht doch schon mal hier nicht schlecht aus. Was ist das hier? Aus einem Mira und Miran. Aus einem kleinen Hinterhof-Tattoo-Laden. Oh, ich hasse das. Man muss immer ewig warten, bis sich das Bild umgedreht hat. Immer diese Spiele, die... Das kannst du auf die Hipster-Seite hängen. Das sieht aber düster aus. Das sieht schon, ne? Ja, doch, das sieht schon... Das ist irgend so ein... Ja. Irgend so ein... Emos hängen sich immer alles mit Postern zu. Hat das von ihm so. Und das hat jetzt auch nur 15 Simoleons gekostet, das ist doch okay. Ja. Pteranodon Terror. Terror. Nein. Künstler sind Nautilen, Regenbogen, Pferdekalender, Omas Schluck auf Volkskunstdings. What? Katzenkalender, Hundekalender, Grahams kleiner digitaler Bilderrahmen. Tollwütige Truppe. Lol, das Lama schon wieder. Oh Mann, oh Mann. Und Studenten. Ah, ja, das Gott. Braucht's, das braucht's. Übers Bett. Okay. Warum mal das Bett hinkommt. ich tu's einfach mal dahin, das passt perfekt. Nein, Katzen, er mag keine Katzen. Alter, mein Handy klingelt grad mal. Hau ab. Das ist grad voll mies. Das ist grad voll ungünstig. Lady. Seefunk. Nein. 300. Ich muss da eigentlich grad voll ans Handy gehen, ne? Das ist grad echt voll doof. Ich glaube,
Können wir vielleicht eine kurze Aufnahmepause machen? Ja. Okay. Machen wir kurz Pause und zack. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und Kultklassiker. Yeah. Das sieht brutal. Wow, das sieht brutalst emo aus. Wow, yes. Das ging das halt wie andere Bahn. Ja, warte. Ja, beruhige deinen Busen. Oh, ich hasse dieses ganze Rum. Warum? Ja. Nice. Ja. Nice. Das wird das ultimative Emo-Zimmer. Jetzt brauche ich ein Bett. Betty. Okay. Bett. Ja, ich würde sagen, wir geben ihnen Einzelbetten, ne? Die sind zu dievenartig für sowas. Oder klar, Stockbetten! Gelehrter Schlummer, nein. No. Nein. Yeah. Was? Sie können nirgends Sex haben. Oh, das ist ja kacke, wenn die keinen Sex haben können. Dann müssen wir eine Dusche kaufen. Tun wir wieder das Gammelbett rein. Ach, keine Ahnung. Das war das, was ich glaube sofort drin war. Aber die Betten, sie sind alle so lebensfroh und hell. Das ist total kacke. Mach eine schwarze Bettdecke drauf und fertig. No. Du kannst die Farben ja allgemein immer ändern. Ja, aber. Das ist. Ja, aber je weiter unten, desto teurer. Ist das so? Ja, das ist so. Ah, okay. Da gibt's doch dieses Eisenbett. Aber das sieht voll nice aus. Alter, das kostet zu viel. Ja, wer hat gemeint, ich soll runterscrollen? Da oben hat's irgendwo so ein Eisenbett. Was meinst du, das hier? Federschwer. Ja, das sind. Nein, das war doppelt da. Rechts. Das Doppelbett. Nein, oben rechts. Eins hoch, eins rechts. Da, weiter rechts, neben dem Stein. Neben dem. Weiter. Weiter? Das was das war doch vorher drin war. Oder? Ja. Ja, egal, aber das können wir jetzt. Komm schon, dreh dich. So? Ja, ich denke, pass so. Okay, warte. Nein, kann man das noch irgendwie nach rechts. Meinst du? Ja. Genau. Aber dann ist der Nachttisch zu weit weg. Dann musst du den Nachttisch darüber stellen. Aber das ist kacke, dann ist Platz zur Wand. Außerdem unten. Haben wir dann nur eins Platz nach rechts. Ja, das ist ja kacke, dann hast du noch weniger Platz für dein Zimmer. Ja, jetzt habt ihr beide gleich. Kann man die Farben ändern? Ich hätte schon wieder. Ja, indem du wieder das gleiche nimmst wie bei der Wand. Ja. Oh. Okay. Erstelle aus. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich weiß schon, was ich als Textur nehme. Oh Gott. Nur die Kissen darf ich machen. Nein. Ja. Das Bett sieht gerade ultra gammelig aus, weil die Kissen und die Matratze so gelb sind. Das ist voll bäh. Ja. Das ist voll so, weißt du. 10 Jahrzehnte draufgelegen und dann noch so ein bisschen alles draufgestrollert. Voll geschwitzt. Nicht nur geschwitzt. Ja, schon. Ein gebrauchtes Bett war billiger. Geschwitzt und gewiss. Ja, so ist das. Von Sparkle dran. Ja, ich weiß. Alter. Ja. Jetzt. Okay. Das ist nur das Bettgestell, das passt ja eigentlich so. Welche Kissenfarben möchtest du denn, Lienö? Keine Ahnung, wie wär's mir? Zebra. Ja, okay. Das ist dann purer Augenkrebs, das Bett, aber das ist gut. Wir werden sehen. Oh, geht. Sweet Cheese. Ja. Süßer Käse. Süßer Käse, oh ja, du süßer Käse. aber er braucht noch einen Spiegel, er ist eine Diva. Oh, scheiße, ja. Eine Diva ohne Spiegel stirbt. Der muss sich ständig ein Spiegel machen. Der Plumpsklo-Spiegel. Oh ja. Ja, eigentlich musst du ein Klo machen, oder? Oder ein bisschen da rein. Hey. Nein, nee, kommt da rein. Okay. Machst du am besten dann, ja, dahin. Okay. So, dahin. Perfekt. Der ja, ich glaube. Der muss sich auch immer schön noch vorstellen und Schwellenteppich. Häschenteppich! Das ist der Häschenteppich, denn wenn du nebeneinander Bodenbelag machst, aus naturbelassener Synthese. Sieht aus wie ein Blutfleck. Lol, what? Irgendwie gerade, keine Ahnung. Ja, Mann, ja! Wow. Bisschen groß für ein Blutfleck. Ja, ach, das passt schon. Ist halt ein ausgeblutschtes Elefantenbaby. Ja, das sieht gut aus, das gefällt mir. Okay, ich übergebe an die Jenö. Ach Gottchen, ach Gottchen. Und du darfst dir die winzige Ecke deines Hipster-Zimmerteils einrichten. Scheiß.